Im Krieg gegen die Ukraine haben russische Kräfte in der Nacht offenbar das größte Atomkraftwerk des Landes angegriffen. Auf dem Gelände brach daraufhin ein Feuer aus, das inzwischen aber gelöscht sein soll. Erhöhte Strahlung wurde nach ukrainischen Behördenangaben nicht gemessen. Inzwischen sei das Atomkraftwerk Saporischja unter russischer Kontrolle. Es liegt im Süden des Landes, etwa 180 Kilometer von der Stadt Cherson, die inzwischen ebenfalls von russischen Truppen eingenommen wurde. Und darüber sprechen wollen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau, Demian von Osten. Der Brand des Atomkraftwerks Saporischja, wir haben es eben gerade gehört, soll ja inzwischen gelöscht sein. Trotzdem, er hat ja viele sehr beunruhigt. Was war das nun? War das eine Drohung? Seht her, wir sind zu allem entschlossen. Also es gibt schon seit ein paar Tagen vorrückende russische Truppen auf die entsprechende Stadt, wo das Atomkraftwerk liegt. Bewohner hatten noch versucht, Barrikaden aufzubauen, um das Vorrücken der russischen Truppen zu verlangsamen. Das ist aber offenbar nicht geglückt. Und dann soll es heute Nacht eben schwere Kämpfe gegeben haben in unmittelbarem Umfeld der Atomanlage. Die ukrainische Seite sagt, es seien dadurch eben Geschosse in der Anlage gelandet oder auf dem Gelände der Atomanlage gelandet und dadurch sei ein Schulungs- und Trainingszentrum auf etwa 2000 Quadratmetern in Brand geraten. Der Brand konnte auch erst sehr spät gelöscht wurden, weil, so sagt es die ukrainische Seite, die Feuerwehrleute von den russischen Soldaten nicht zur Brandstelle gelassen worden seien. Gerade eben auch Bilder des Ereignisses. Die Bilder gehen um die Welt. Wie stellen denn russische Medien dieses Ereignis dar und alles, was außerdem in der Ukraine passiert? Ja, russische Medien zeigen zunehmend die Gebiete, wo russische Truppen vorangekommen sind, die jetzt von russischen Truppen kontrolliert werden. Und es gab heute beispielsweise auch Bilder von der Stelle, wo das weltweit größte Flugzeug einmal gelagert war, das mittlerweile zerstört ist, diese große Antonov-Transportmaschine. Und die Reporterin, die dort steht, in schusssicherer Weste und mit Helm, stellt das dar, als hätten die Ukrainer ihre eigenen Anlagen beschossen. Und es läge an den ukrainischen Nationalisten, so ist die Sprechart im Staatsfernsehen, dass so viel zerstört worden sei. Aber immer weniger sehen wir ausschließlich Bilder aus dem Osten, aus diesen Volksrepubliken, über die das Staatsfernsehen in den ersten Tagen immer noch berichtet hat, weil die Erzählung war, dass die gesamte Militäroperation nur zur Unterstützung dieser Volksrepubliken sei. Immer mehr sehen wir jetzt Bilder aus anderen Teilen der Ukraine, dem Umfeld von Kiew oder auch aus dem Süden, dort wo Russland jetzt mittlerweile weite Teile des Südostens kontrolliert. Aber es gab ja auch in Russland Berichte über getötete russische Soldaten. Wie sehr beeinflusst das denn seine Position, Putins Position, und wie schwächt das vielleicht auch seine Macht? Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das seine Macht schwächt. Er hat es verstanden zu nutzen, als ein Symbol auch zu zeigen, sie seien für eine gute Sache gestorben. Sie werden als Helden bezeichnet und es sind ja auch nur sehr geringe Zahlen, die Russland bisher nennt. 500 Soldaten knapp seien gestorben in der Ukraine im Kampf und es ist aber davon auszugehen, nach den Informationen, die wir von der ukrainischen Seite haben, dass diese Zahl deutlich höher sein sollte. Die ukrainische Seite spricht von mittlerweile über 9000 getöteten russischen Soldaten. Auch das mag ein bisschen übertrieben sein. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit Zahlen in einer Kriegssituation. Aber auch die Anzahl an ausgebrannter russischer Militärtechnik, an Videos, die auftauchen, an auch die Tatsache, dass es einen massiven Widerstand auch der ukrainischen Bevölkerung gibt, lässt darauf hindeuten, dass es noch deutlich mehr Gefallene sind, russische Gefallene in diesem Krieg. Das ist eine Gefahr für das System, weil natürlich die russische Gesellschaft sehr empfindlich reagieren würde, wenn sie erfahren würde, dass da sehr, sehr viele russische Soldaten im Kampf mit dem Brudervolk, die Ukrainer, ums Leben kommen. Gestern gab es ja nun Verhandlungen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation. Man hat sich die Hände geschüttelt und sich darauf geeinigt, zumindest mal humanitäre Korridore für Flüchtlinge einzurichten. Da denken nun viele, immerhin, man redet zumindest miteinander und es gibt sogar Ergebnisse. Ist das denn tatsächlich ein erster Schritt? Es kann ein erster Schritt sein. Wir müssen natürlich genau beobachten, ob es am Ende dann auch gelingt, ob diese
humanitären Korridore funktionieren und nicht am Ende die Zivilisten, während sie aus einer Stadt rauslaufen, rausgefahren werden, dann doch beschossen werden. Auch solche Fälle hat es bereits in der Vergangenheit gegeben. Also das muss man mit Vorsicht sich anschauen. Insgesamt habe ich aber nicht den Eindruck, dass man sich bei den wichtigen Dingen wirklich näher kommt bei diesen Verhandlungen. Die russische Seite, gestern Putin oder auch sein Außenminister Lavrov, haben klar gemacht, dass man die Ziele dieser Militäroperation auf jeden Fall erreichen möchte, egal ob verhandelt wird oder nicht. Die Ziele hat Putin wohl auch in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron unmissverständlich deutlich gemacht, dass das Ziel ist, die gesamte Ukraine zu kontrollieren. Und das lässt nichts Gutes ahnen für die Menschen dort, denn es dürfte darauf hinauslaufen, dass die russische Armee immer weniger davor zurückschreckt, auch schwere Waffen einzusetzen, auch in städtischem Gebiet schwere Waffen einzusetzen, womöglich auch, wie es in anderen Kriegen mit russischer Beteiligung passiert ist, verstärkt Wohngebiete zu bombardieren, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren. Und je schlechter es läuft für die russische Armee, da gibt es ja viele Hinweise, dass es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hatte, umso frustrierter dürften auch die Befehlshaber vor Ort und die russischen Soldaten sein. Und womöglich kann das bedeuten, dass sie umso skrupelloser vorgehen. Sie haben die Ansprache Putins gestern schon angesprochen. Sie haben ja die Rede verfolgt. Welchen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht? Ist er fest zu allem entschlossen? Davon müssen wir ausgehen, ja. Putin hat sich aus meiner Sicht in eine Art Sackgasse hinein manövriert. Er kann da nicht mehr raus. Wenn der Krieg als verloren gelten würde in Russland, dann würde er eine so schwache Position haben, auch gegenüber Leuten aus dem Umfeld, gegenüber den konkurrierenden Geheimdiensten. Das kann er sich nicht erlauben. Es ist eine Art Alles-oder-Nichts-Spiel. Er muss dieses Spiel klingt zynisch, er muss diesen Krieg gewinnen, um selber in einer machtvollen Position in Russland zu bleiben, während hier die Wirtschaft den Bach runtergeht. Es gibt unbestätigte Informationen, dass er sich eigentlich nur noch für historische und außenpolitische Dinge interessiere und alles innenpolitische, wirtschaftliche komplett abgegeben habe. Dass, wenn das zutreffen würde, wäre das ein sehr schlechtes Signal. Und er muss aus seiner Machterhaltungssicht eigentlich alles dran setzen, diesen Krieg zu gewinnen und als Sieg seiner eigenen Bevölkerung gegenüber zu verkaufen, auch um zu legitimieren, dass da am Ende womöglich mehrere tausend russische Soldaten dran gestorben sind. Und dafür schottet sich ja Putin ab, hat man das Gefühl, er trifft Entscheidungen im kleinsten Kreis. Wer hat denn die Möglichkeit, überhaupt noch Einfluss auf ihn zu nehmen? Ganz schwer zu sagen. Wenn wir uns die Bilder der Videokonferenzen anschauen, in denen Putin auftritt, dann sitzt er meistens alleine. Es gibt noch nicht mal Kameraleute an den Kameras. Und wer ihn besucht, der sitzt meistens, auch die eigenen Leute im Übrigen, an einem langen Tisch, 5, 6, 7 Meter entfernt. Es gibt Aufnahmen von Anfang der Woche, wo es um Wirtschaftsthemen geht. Da sitzt er alleine am Kopfende eines Tisches. Und an der anderen Seite drängen sich dann 6 bis 7 Mitarbeiter, mit denen er dann spricht. Also es wirkt tatsächlich so, dass er extrem abgeschottet ist. Wer am Ende die Berater sind, die ihn wirklich noch beeinflussen können, das können auch wir hier nicht sagen. Aus dem Élysée-Palast vom französischen Präsidenten kam gestern die Information, dass man den Eindruck hat, dass er entschlossen ist, das einfach durchzuziehen, so weit, dass er die ganze Ukraine kontrollieren möchte. Und das ist schon ein bedenkliches Signal.